Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, ich habe gedacht, wir machen in der Folge mal mit dem Rest wie das sonstige. Wir haben uns jetzt viel mit unserer Technik hier beschäftigt. Und ich würde sagen, uns in dieser Folge erstmal um eine andere Sache kümmern, damit wir in Zukunft auch genug Energie haben. Und zwar geht es heute um das Thema, dass wir mit Restocks Ressourcen, die wir mit Bäumen nicht kriegen oder Saplings produzieren können. Darum geht es bei mir zum Beispiel jetzt stark um Uranium, damit wir unseren Power Generator oder unser Atomreaktor hier hinten weiter befeuern können. Huppa Leute, habe ich irgendwie gewechselt. Ja, ich habe noch nichts gemacht. Wenig Zeit gehabt, leider. So, weil wir haben hier hinten unseren schönen Generator und ich glaube, dieser Generator ist mittlerweile auch leer. Der schaut auf jeden Fall sehr aus. Hier passiert nichts mehr. On off, hier ist nur noch Depleted Fuel drin. Das bringt leider nichts. Deswegen brauchen wir natürlich wieder Uranium. Halleluja, warum ist hier ein Loch? Aber okay. Unser schöner Serverraum. Wunderschön. Vier von den Dingen, das ist schon... Das wird schon geil, ich sag's euch. Wenn ich das durchziehe und das alles fertig... Oder wenn wir die alle fertig haben... Oh, jetzt leckt's ein bisschen, okay. Okay, alles gut. Ganz ruhig. Wir brauchen jetzt die Remote. Ich habe 6 Remotes mittlerweile, das ist auch ein bisschen doof, oder? Irgendeinem Grund leckt es gerade, aber übelst. So. Ich habe noch keine Enderpearl, ne? Glaube ich. Also mir wird sich einfallen. Enderpearl, doch, ich habe Enderpearls. Auf Ender und jetzt könnte ich doch in der Chest machen. Ha. Rad weg. Ah, genau, den wollte ich auch noch. Rad, wer die ganze Zeit einen Dings bauen wollte, einen Automated Scheiß mich tot gedöns hier. Einmal kurz hier leer machen. Buckets. Lass mir einfach ein, das kriege ich schon hin. Schon mal 6. Oh, das ist mit Fun Fact, ich habe das gerade einfach so aus einer Motion rausgemacht. Aber eigentlich nicht mehr gewusst, dass das geht. Lol. Sei schon mal 10. Ich brauche 16. Das ist echt praktisch. Mit 16 sollte ich relativ weit kommen. Man merkt, dass das System so überfüllt ist mittlerweile. So. Gut. Machen wir das wieder so. Darum muss ich mich dann auch mal kümmern. Das ist gerade nicht so groß von Bedeutung, aber natürlich in der Zukunft. Dann einiges. Bucket of Mud. Uranium. Used on a pick. Warte, ich habe davon schon 11, 13 Stück gemacht. Oh, das ist schön. Aber trotzdem will ich die 2 Ender Chests machen. Weil mit den 2 Ender Chests kann ich in Zukunft dann Remote-Verbindung machen zu meinem Miner. So, wo baue ich denn am besten die Resource Hogs?
Problem ist, sobald ich wieder diesen blöden Gedöns anschmeiße, geht das alles schief. Das geht nach da unten, weil es nach da drüben geht. Wir wollen uns auch ein bisschen koppeln mal. Das ist das Problem. Irgendwie will das eine ja nicht. Und um das natürlich dann umsetzen zu können. So. Ich muss gerade überlegen, wie das mit der Technik war. Ich habe mir das angeguckt. Und muss natürlich jetzt einiges natürlich von dem noch, sagen wir, optimieren, verbessern. So läuft, dass ich damit arbeiten kann. So, jetzt kann ich die Spitze. Tun wir mal die wichtigsten Sachen wieder raus. So, okay. Ich glaube, wenn ich dann hier hinten die Miner hinmache. Ich muss natürlich gerade überlegen, wie ich es am schlausten abbaue alles. Weil rein theoretisch habe ich noch Fences. Fence habe ich noch 400 Stück. Das ist doch schon mal ein Anfang. Okay, dann brauche ich Miner. Und da gibt es diesen Block Miner Controls. Miner Block Writer with Controls and Tool Slot. Simple Block Breaker. Bauen wir doch mal so einen Simple Block Breaker. Dafür brauche ich sowas jetzt. Ach, komm schon. Metallic Infusion, aber den habe ich ja, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Problem ist, ich muss natürlich jetzt das dumpen, was ich hasse. Aber hey. Dann nehmen wir kurz ein bisschen Biofuel. Davon habe ich ja was. Biofuel. Ja, so 13.000 Grad auf Lach. Und ein bisschen Cobblestone. Halt ein bisschen was auf Lager. 13.000. Sagen wir es geil. Sollte 28, also reichen, aber wollen wir noch wahrscheinlich ein bisschen Biomass. So. Also allein mit 12 schaffe ich schon einiges, aber. Wir wollen ja nichts sagen in dem Fall, ne? Biofuel Generator, Biogenerator. 48. Ja, das passt jetzt gut. Jetzt sollte er gerade so durchkommen. Und dann tun wir hier jetzt die Resource Hogs anbauen. Mit den Resource Hogs können wir dann sehr viel Uran gewinnen. Mit diesem Uran können wir dann natürlich schauen, dass wir endlich, sagen wir, ins Zeitalter der Atomenergie umsteigen und vieles umdesignen können, was wir aktuell auf einen sehr interessanten Weg noch machen. Zum Beispiel können wir hier halt bestimmte Punkte mit Strom versorgen, die Produktionsstätten simplifizieren an einen Punkt mit einer Batterie, an die wir dann dauernd per Wireless Strom schicken. Was natürlich dann dazu führt, dass wir nicht ein Kabelmesser auf einmal durch die Anlage schicken müssen. Außer natürlich das, was für unsere Transportsachen und sowas unterwegs ist. Aber ansonsten alles dann gut. So, das schicken wir jetzt ins Netzwerk rein. Und dann brauche ich, ne? Ich will jetzt erstmal so ein Simple Miner haben. Ah. Ich habe keine Iron Pickaxe auf Lager. Das ist ja eine Frechheit, du. Block Miner, so. Stellen wir mal den hier auf. Always on, da kann ich ja nichts einstellen. Aha. Ah, der tut auch nur hier vorne arbeiten, oder? Ah, schon. Perfekt. Das ist natürlich genial. Simpel, einfach, braucht keine Energie. Bedeutet, wir müssen auch keinen Strom zuführen. Ich. Das Recipe too large. Ah ja, stimmt. Ich habe es wieder nicht so gestartet, wie es sein sollte. Ich brauche mehr Pickaxe. Gib mir mehr Picken. Warum ich so viel Picken brauche? Ganz, ganz simpel. Ich brauche mehr von diesen Minern. Ach, come on.
11 Stück. Ist gebongt. Bedeutet, wir brauchen... Nein, stopp. Das war falsch. Zack. Zack. No, ich habe schon einen Fehler gemacht. No. Ja, quasi perfekt ausgemessen sogar. Nicht hier. Ich habe ein paar Fackeln dabei, die können wir gerne hier oben in bestimmten Abständen platzieren, damit es beleuchtet ist. Nicht da, wo ich es brauche. So. Das ist jetzt sozusagen die Farm, die wir dann brauchen. In der kommt dann, oder hier kommen dann, die Resource Hawks rein mit einem Platz Space, damit sie nur eins bauen können. Aber die bauen ja auch instant dann ab. Drüber kommen jetzt dann Hopper, umgedreht. Bedeutet, wir müssen Hopper jetzt bauen wieder. Das sollte ja für uns eigentlich kein Problem sein, mal so ein paar Hopper zu bauen. Davon drehen wir, sagen wir mal, 16 Stück um. Oder waren es 18 Stück? Nee, warte mal, das will ich nicht so. Wenn, dann soll das ordentlich ausschauen. Und dafür brauche ich natürlich meine Kabelattis wieder. Dafür brauche ich wieder Cable. Cable. Und dann brauche ich die Import Cable und die normale Storage Cable. Nein. Dankeschön. Bedeutet, wir brauchen hier ein Import Cable. Normales Cable, Import Cable, normales Cable, Import Cable, normales Cable, Import Cable, normales Cable, Import Cable, normales Cable, Import Cable. Und die Dinger wird jetzt alles angeschlossen. So. Perfekt. Bedeutet, fürs Erste ist die Anlage schon quasi einsatzbereit. Die kann man natürlich dann noch stacken und alles drum und dran. Aber so muss die mindestens mal aufgebaut werden, damit sozusagen die ganzen dann arbeiten. Jetzt muss man natürlich noch herausfinden, wie so ein Resource Hog denkt. Dazu müssen wir dann hier wahrscheinlich einmal zumachen, beziehungsweise müssen es dann da reinschieben irgendwie. Dafür brauche ich erstmal, habe ich noch oben ein freies Pick? Bevor ich anfange wieder zu forschen. Nehme ich natürlich gerne eins, das ich bereits besitze. Ich habe noch ein paar Piggies gleich sogar übrig, ne? Ich habe noch ein paar Piggies übrig. Schau an. Ich brauche jetzt mal Matt. Oh. Habe ich gerade 13 von diesen... Oh Gott sei es gedankt, die habe ich nicht. Gut, das Ding braucht was für einen Untergrund. No Digable Stone. Stone brauchen die. Okay. Das ist kein Problem für mich. Stone ist jetzt hier nicht das Problem. Ich glaube, wir haben eine Furnace hinten gemacht. Na, da haben wir schnell mal das Ganze rein. Mit vollen Upgrades ist es natürlich
einiges einfacher. Und der Hopper nimmt es auch meistens alles auf jetzt. Man sieht es zwischen noch Pop zu weg, fupp. Dann ist es im Hopper drin. Die Hopper sammeln es brav auf. So. Dann haben wir jetzt den Platz, wo die Hawks rein müssen. Perfekt. Jetzt will ich noch gerne schnell herausfinden. Ich kann ja alles Mögliche aufheben. Kann ich so ein Schweinchen auch heben? Dann muss ich das nur reintragen. Was natürlich für mich ein Vorteil wäre, dieses Hockey. Yes, kann ich. Das macht es natürlich für mich einfacher, jetzt die Schweinchen zu produzieren. Und abzulegen, wo ich sie brauche. So, zufrieden. Can dig for truffles. Perfekt. Und genau das muss ich jetzt noch mit mir machen. Und dann bin ich zufrieden. Und dann bin ich zufrieden. So. Ich habe doch nur ein paar Schweinchen. Ihr werdet erstmal alle umgewandelt. Genau. Danke schön, mein Schweinchen. Du hast das schon richtig verstanden. Du wirst jetzt zu einem Uran-Schweinchen. Das kann man natürlich noch größeren Stil machen als wie ich. Ich mache das eher, würde ich sagen, in einem kleineren Stil jetzt. Es geht natürlich noch größer, aber fürs Erste ist es natürlich genial. Wir haben unsere gefangenen Schweinchen jetzt hier. Und die sollen nach Urantrüffeln suchen. Oh, ich habe schon was gehört. Einer von euch war brav. Ja, geil. Ah, das ist schon... Das ist jetzt schon geil. Mit den Urantrüffeln natürlich... Kann man dann dementsprechend noch... massiv... was machen, weil ich kann dann natürlich meine Produktion darauf aussetzen. Wo sind das Schweinchen? Schweinchen-Pick. Gib mir mal das Uranschweinchen. Es hat einen Job jetzt zu machen. Es kommt jetzt in die Produktion. Bedeutet, wir werden hier oben noch eine kleine Schweinchenfarm vielleicht aufmachen. Damit wir immer genug Schweinchen haben. Ich werde vielleicht dann doch in Zukunft ein bisschen mehr mit Schweinchen machen. Weil die Idee hinter den Schweinchen... Ich habe am Anfang gedacht, das ist relativ sinnlos. Natürlich, wenn man... Na, schauen. Nächstes Schweinchen mit Uranium. Jetzt überlegt mal, wir machen hier noch ein bisschen länger und dann zweistufig oder sowas. Dann... Oh, das war fleißig. Jetzt sind schon drei. Dann haben wir hier natürlich ruckzuck eine riesige Uranproduktion mit massiv viel Uran. Das ist natürlich noch ein bisschen heftiger, würde ich sagen. Schweinchen! Ich habe ein bisschen Merch für dich. So. Schau mal, Schweinchenpick. Das ist jetzt unser Fortschritt ins Uranzeitalter. Scotty, beam me down oder so. Da geht's jetzt schon ab, richtig. Wer hat schon wie viel produziert? Eine Trüffel? Zwei Trüffeln? Drei Trüffeln? Ohoho. Bedeutet, hier geht's ja schon richtig ab, meine Freunde. So mag ich das. So. Jetzt machen wir natürlich eine Blacklist. Dann sollte der ganz gemütlich, genau, die rausziehen immer. Da brauchen wir jetzt auch keine Upgrades für oder sowas, weil der zieht ja eh nur die eine Trüffel raus, die alle 1000 Jahre mal da rauskommt. So. Und jetzt müssen wir nur noch die Trüffel
A Truffle. Die Uranium Truffle haben wir jetzt hier. Das werden ja nach einer Zeit mehr, aber es sind ja nicht so viele, die da kommen. Jetzt gehen wir ihm. Ja, hier ist es schon relativ bummvoll gerade. Wenn wir jetzt mal sagen, hey, nehmen wir ein bisschen Uran auch da rein. Schauen wir mal, ob er mal Platz dafür kriegt. Das würde mich jetzt interessieren. Kriegt er Platz zwischendurch für die Urantrüffel? Kriegt das hin? Oder soll ich einfach ein Package nur für Trüffel nochmal machen? Wäre jetzt auch nicht das Schlimme. Ah, Trüffel? Ah, er denkt natürlich, er darf nur eine Trüffel rein tun. Weil ich habe nur eine Trüffel gehabt. Trüffel Uranium. Dann sagen wir ihm, hey, du darfst 9 Trüffeln hier drin haben. Von Uran. Und dann sollte der die... Das sind auch Trüffeln Redstone. Und jetzt haben wir Uranium Dust. Und die hier... Die gehen mal weg. Die braucht kein Schwein. Das hier ist das Wertvolle. Das ist das wertvolle Material, was wir benötigen. Und dann sagen wir ihm natürlich, hey, du darfst hier den Uran-Dust auch noch abziehen. Und dann müssen wir nur noch gucken, was aus Uran-Dust ich kann doch bestimmt, warte mal, wenn ich hier R ist das, okay. Bucket of Mud kriege ich zum Beispiel raus. Wenn ich schmelze, wird das Uranium Dust ein Uranium Ingot. Aha. Ich kann es im Melter auch anbrennen oder in einen normalen Energy-Smelter reinhauen. Wenn ich ins Isotope-Separator reinhaue, kriege ich Uranium 3,8 und das kleine, die kleinen Reste. Depleted Fuel. Fuel Processor kann ich auch hier was machen. Okay. Aber ich wollte echt noch mal gucken, was ich mit dir alles anfangen kann. Fluid Infuser. Uran Oxide Dust. Okay. Liquid Oxygen. Und Melter kann ich natürlich flüssig machen. Das ist verständlich in dem Fall. Aber im Grunde kann ich es umwandeln in das, was ich brauche. Jetzt schauen wir mal, wir können ja... Pick Seeds wahrscheinlich noch ein paar machen. Pick Seeds? Das sind die falschen Pick Seeds wahrscheinlich. Pick Seeds? Die krieg ich doch sicher hin. Und dann brauchen wir ein bisschen Bone Meal. Oh, so viel Bohrmüll habe ich gar nicht, okay. Nein, wir werden jetzt mal die kleine Masse an Piggies schnell machen. Dafür haben wir eine kleine Piggy-Box jetzt in dem Fall. Würde ich mal sagen, dann haben wir die schön separiert. Wir müssen nicht immer hoffen, dass sie eine Kuh aufnehmen. Die jetzt alle erwachsen sind. Entschuldigung. Jetzt noch ein paar Pixies. Können wir die noch bitte anpflanzen? Jetzt noch Pixies am Wachsen. Entschuldigung. Pixit. So, da kann auch noch ein Pixit hin. Ne, ist nur noch Grassblock. Da ist noch. Pixit, nein, ist nicht mehr.
Hier ist auch noch Pixie. Sind wir noch Pixie? Dankeschön, jetzt heißt du platzieren können das. So. Okay. Dann kann man angeblich auch, wenn ich jetzt Carrots nehme, von hier 4000 Stück oder sowas, und die euch fütter hier, dann werdet ihr schnell erwachsen. Oder wir geben euch jetzt allen mal ein bisschen hier von den schönen leckeren Sachen. Schauen wir uns mal den hier an. Wenn ich den jetzt runter handle, sind es nur noch 5 Minuten, sind es nur noch 3 Minuten. Oder wir werden schauen, dass wir so viel wie möglich von denen jetzt relativ schnell groß kriegen. Und dann können die alle einige schneller wachsen und vor allem für uns Uran produzieren. Ihr werdet alles Uranschweinchen. Und viele von euch werden Uranschweinchen. Und mit Uran können wir halt echt unseren Betrieb gut am Laufen lassen. Und sobald es mehr wird, alles... Schau, wir haben jetzt schon welche mit 1 Minute, wir haben zwar noch ein paar mehr, aber komm, 2 Stacks machen wir noch. Oder 3 nochmal. Das ist echt lustig. Jetzt hat sich die Zeit schon um einiges verkleinert, die wir normalerweise hätten warten müssen. Und das ist natürlich schon extrem fein. So, noch ein bisschen, kommt schon. Esst, meine Freunde, esst. Esst, meine Freunde, esst euch voll. So, schau mal. So viel kann es gar nicht mehr geben. Oh, das war jetzt bei einer. Oh, das ist ja schon schief gelaufen. Ich habe noch ein paar, ja, hab noch ein paar. Ich zieh jetzt. Ich guck gerade oben auf den Timer, was ich noch alles so finde. 3 Minuten habe ich jetzt zwischendurch hier noch. Oh, jetzt ist einer hier breedable schon. Eins ist schon erwachsen geworden. Ein großes Schweinchen ist schon dabei. Große Schweinchen, komm mal mit. Ich zeig dir mal die anderen Freunde, die schon seit einer Zeit angeblich verschwunden sind. Aber ich sag dir, die sind nicht verschwunden. Die haben bloß eine Aufgabe. Die haben nur eine Aufgabe. Die sind gar nicht verschwunden. Da, schau her, da sind die ganzen Freunde. Alle brav am Arbeiten. Wie du jetzt auch. Müssen wir jetzt schon mal gucken. Uranium. Haben wir schon 8 Stück hier zur Verfügung stehen. Beziehungsweise 10 Stück jetzt schon. Von dem Dust. Und wenn ich natürlich... Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich muss natürlich... Was das war. Das war jetzt der hier. Der Isotopen-Separator. Den habe ich hier irgendwo bestimmt. Ah, den habe ich gleich oben stehen, ne? Den habe ich, glaube ich, oben stehen. Isotopen-Separator. Genau, hier ist der Isotopen-Separator. Hat Speed-Upgrade schon drin. Und jetzt kann ich ihm das hier reinhauen. Zack. Ist genau das, was wir brauchen. Besser geht's eigentlich gar nicht, wenn man so sieht. Das ist jetzt für uns die Top-Quelle an Energie. So, und jetzt hat, war es, glaube ich, dass ich den hier verbinden kann mit 1. Den dann in die Ecke hau und dann da draus so eine Fuel Cell mache. Das ist natürlich mega praktisch in dem Fall, ne? Das ist mega praktisch, ja. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, wir schauen mal, wie es in der nächsten Folge vorangeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Also, bis dann. Ciao. Everything changes.